Okay, es sind mal wieder neue Rust-Skins im Store und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich auf jeden Fall mal wieder reingucken. So, oh, nice, nice. Na, oh mein Gott, der Gunlord. Oh mein Gott. Hammerharte Rust-Skins. Oh mein Gott. 1,30 € für diese, oh, für die, das Garagentor ist, die ist nice, die muss ich mitnehmen, Einkauf fortsetzen, das geht gar nicht anders. So, dann haben wir die Phantom LR 300. Ah, die sieht nicht scheiße aus, aber 4,40 €, Alter, das ist, nee, das ist ja vollkommen gestört. Nein. Shark Rifle. Okay. Sieht irgendwie, sieht schon geil aus, das Ding. Aber 1 Euro, ne, 1,75 € ist mir das aber leider nicht wert, muss ich sagen. Was haben wir hier? Eine Double Barrel Shotgun. Oh, sie sieht geil aus. Oh mein Gott, sie sieht wirklich geil aus. Aber ey, nee, 2,65 €. Alter, was ist mit euch los? So, hier haben wir Dead Man's. Ich weiß es nicht. Ich werde sie mal einfach mitnehmen. Obwohl ich mit Boxen in letzter Zeit nicht so wirklich Glück hatte. Python, oh, die sieht, oh. Oh, die sieht episch aus. Gerade mit diesen Totenköpfen hier. Der die geschaffen hat, ist es wirklich, oh nice, nice. Aber nein, 1,75 € habe jetzt keinen Bock auszugeben. Blast Armor Door. Blast Armor Door ist vollkommen langweilig, muss ich mal sagen. Und dann hätten wir hier noch eine Hatchet. €1,75. Die Frage ist, ich habe doch eine Hatchet, oder? Welche Hatchet habe ich denn? Ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Ah, Community marktwillig, danke. Gegenstand verkaufen. Jetzt gucken wir mal schnell nach. So, ich habe die hier. 1,77 € Iron Wing. Aber die sieht natürlich noch ein bisschen geiler aus. Aber das Problem ist, dass Äxte gehen immer so schlecht. Die kriegt man immer nicht vertickt. Das ist halt das Problem. Da muss man schon wirklich Glück haben. Also ich sag mal, wenn so eine Axt grün leuchten würde, dann würde die wahrscheinlich richtig gut gehen. Sowas ist auffällig, sowas ist geil. Aber die sind einfach zu Standard, die Dingers. Ja, wir können ja noch mal kurz gucken, wie die Preisentwicklung so ist. So, ja, die geht auch langsam hoch, ist auf 1,03 €. Der ist immer noch bei 3,70 €. Verkaufe ich aber nicht, weil mein Bag ist einfach nur, der ist episch. 1,30 €. Greasy, die kann ich verkaufen, glaube ich. Wie ist denn da die Preisentwicklung gewesen so in der letzten Zeit? Ja, aber auch nicht 1,41 €. Die habe ich irgendwann mal, ich weiß es nicht. Habe ich sie gekauft oder habe ich sie geschenkt gekriegt? Ich weiß es nicht so genau. So, mein Hammer geht auch immer weiter runter. 2 €, 2,53 €. Meine Tür, aber die behalte ich immer noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die war auch schon mal wesentlich höher, glaube ich, oder? Nö. 13. Februar, 2 €. Oh, ich weiß es einfach nicht. Soll ich sie verkaufen oder soll ich sie nicht verkaufen? Weil ich habe auch noch die hier. Das ist meine neue Valentine's Store.
Die ist auch nur 1,69 € wert zurzeit. So, 1,24 € Furnace geht auch nicht. Siehst du, mit Boxen habe ich überhaupt kein Glück, aber die ist trotzdem cool. Letztens habe ich einen Ghosty Flame verkauft für 3,67 €. Also ich habe 3,67 € gekriegt. Aber da muss ich sagen, wow, nice. Aber 2,01 € für so eine ganz stinknormale Axt. Oh mein Gott. Und sie hat wirklich auch nur 1,30 € gekostet. So, dann haben wir hier eine Armor-Door. Die geht auch gar nicht. 1,30 € für bis. Ich behalte die noch. Und der Teppich 1,52 €. Den musste ich nehmen, weil er ist einfach nur richtig, richtig stylisch. Damit kann ich meine Base. Oh Mann. 90 Cent gekauft. 1,74 €, aber ich glaube, der war schon mega hoch, oder? Ja, war er schon. 4,66 € 10 Stück verkauft. Alter. Über 2 € und jetzt geht er wieder langsam runter. Dann war er wieder bei 1,11 €. 1,74 €. Ich werde nochmal 1, 2 Tage warten und dann gucken. Oh. Oh, nice. Die Box ist auch gerade auf ihrem Höchststand. 2 € war die schon. Alter. Aber ich werde noch warten. Guck dir das mal an hier. Was ist denn das? 90 Cent. Da will ich warten. Die Dinger gehen eigentlich immer. Wo legen wir hier 1,43 €? Da muss ich warten. Geht nicht anders. 2,04 €. 2,04 €. Aber ich mag das. Ich mag das Garagentor. Was ist denn das? Was ist denn das? 1,34 €, okay. Ne, die behalte ich auch. So, was haben wir denn hier? 1,38 €. Er ist auch so ein Reinfall gewesen. 1,40 €, der Stein wird auch immer schlachter. 3,57 € verkaufen, mal gucken. Oh, der war schon hier. Bei 4,04 €. Stimmt, da habe ich überlegt, ihn zu verkaufen. Nein, aber nein, 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 nein. Die einzige Frage ist, ich habe hier für 2,53 €, ich habe hier echt eine übelst stylische Sheet Metal Door. Und dann habe ich die noch. Und dann habe ich die noch. Was mache ich damit? Was tue ich? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mal mit 20 € angefangen und habe halt nur über Rust-Skins einfach mal 20 € verdient. Hat natürlich jetzt auch ein paar Wochen gedauert, also ist jetzt nicht so der Mega-Gewinn. Und wenn ich dann nicht hier so eine Fehlkäufe wie den hier machen würde. 1,30 € gekauft, das höchste war bis jetzt 1,35 €, oh Gott. Der ist so armselig. 7 Cent. Man, irgendwer hat den für 7 Cent verkauft. Naja, ich weiß ja nicht. Okay, das muss es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao. Obwohl, warte, 2 Sekunden noch. Ich muss mal kurz gucken, was das Ding hier. Oh mein Gott, 3,79 €. Auch für 1,30 € gekauft. 45 Cent haben sie am Anfang verkauft. Die sind ja irre. Oh, 3,79 € fast ist der Höchststand in den letzten Tagen. Naja, okay. Viel Spaß noch. Ciao.